Herzlich willkommen zu diesem Video. Es geht hier um den elektrischen Strom, die Strommessung und den Innenwiderstand eines Ampermeters. Zunächst möchte ich noch mal ganz grob auf den elektrischen Strom eingehen. Der elektrische Strom ist definiert als die gerichtete Bewegung von Ladungsträgern. So bewegen sich zum Beispiel im Kupfer die äußeren sogenannten Valenzelektronen der einzelnen Kupferatome, wenn sie einem elektrischen Feld ausgesetzt sind. Das sehen wir hier, das soll also eine Kupferleitung sein mit ganz vielen Elektronen. Einige Elektronen habe ich sehr viel größer gezeichnet. Wir sehen hier einen Minuspol angelegt von außen und einen Pluspol. Da die Elektronen negativ geladen sind, werden sie von der Minusseite abgestoßen und zur Plusseite hin angezogen, sodass eine gerichtete Bewegung dieser Elektronen in Richtung des Pluspols erfolgt. In so einem Fall spricht man von einem elektrischen Strom. Das alleine schon für sich genommen ist der elektrische Strom. Wenn ich von elektrischer Stromstärke spreche, dann muss ich das Ganze beziffern, also quantifizieren. Es ist jedoch so, dass in der Elektrotechnik die Begriffe Strom und Stromstärke häufig synonym benutzt werden. Man könnte auch sagen, sie werden durcheinander und nicht immer so ganz exakt benutzt. Also da muss man darauf achten, dass man genau unterscheidet, wann ist von dem Strom als solchem die Rede und wann ist eigentlich von der Stromstärke die Rede. Das muss man aus dem Gesamtkontext erschließen. Ja, wenn ich aber konkret über eine Stromstärke rede, dann muss ich beachten, dass die Stromstärke besagt, wie groß die Ladungsmenge ist, die in einem bestimmten Zeitraum eine bestimmte Stelle passiert. Wie viel Ladung? Jedes Elektron hat ja eine gewisse Ladungsmenge, wird in einer bestimmten Zeit an einer bestimmten Stelle vorüberfließen. Das ist die eigentliche Frage nach der Stromstärke. Damit ergibt sich als Formel nun die folgende, nämlich I, die Stromstärke, ist gleich der Ladungsmenge Q in einer bestimmten Zeit T an einer bestimmten Stelle. Q ist die Ladungsmenge, die wird in Coulomb gemessen. Das ist eine Größe, die viele Elektropraktiker nicht so sehr vor Augen haben, aber hier bei der Definition des Stromes muss man da durchaus ein bisschen genauer hinschauen, um das Ganze gut zu verstehen. Hier ist das nochmal angegeben, die Ladungsmenge Q wird in Coulomb gemessen. Bei einer Stromstärke von 1 Ampere ist es nun so, dass in einer Sekunde genau die Ladungsmenge von einem Coulomb an einer bestimmten Stelle vorüberfließt. Damit ist 1 Ampere als Stromstärke definiert. Man kann die Gleichung etwas verändern, damit man die auf eine etwas andere Art und Weise anschaulich erklären kann. Das macht man dadurch, dass man sich nochmal bewusst macht, dass jedes Elektron eine bestimmte Ladungsmenge, die sogenannte Elementarladung, enthält. Wenn ich also an einer bestimmten Stelle schaue, wie viel Ladung dort vorüberfließt in einer bestimmten Zeit, dann kann ich einfach auch die Anzahl der Elektronen, die hier vorüberfließen, zählen und das mit der Elementarladung multiplizieren. Dann weiß ich, welche Ladungsmenge an dieser Stelle in einer bestimmten Zeit vorübergeflossen ist. Damit verändert sich die Ansicht so ein bisschen, nämlich dahingehend, dass man nun die Elektronen zählt, die in einer bestimmten Zeit hier vorüberfließen. Das drückt sich in dieser Formel aus, in der ich nämlich die Ladungsmenge Q ersetze durch die Anzahl der Elektronen mal ihrer Ladungsmenge. Man kann also etwas vereinfacht sagen, obwohl das nicht ganz korrekt ist, dass die elektrische Stromstärke auch die Anzahl der Elektronen ist, die in einer bestimmten Stelle an einer bestimmten Zeit vorbeikommt. Für 1 Ampere benötigt es übrigens 6,28 mal 10 hoch 18 Elektronen. Das ist eine unvorstellbar große Zahl, die hier einmal ausgeschrieben ist. Da sieht man, wie viele Nullen das Ganze hat. Also eine unvorstellbar große Zahl von Elektronen fließt in einer Sekunde an einer bestimmten Stelle vorbei, damit dort eine Stromstärke von 1 Ampere vorhanden ist. Um für diejenigen, die sich mit dieser Größe noch nicht so auskennen, diesen Wert von 1 Ampere so ein bisschen einzuordnen, habe ich hier mal ein Beispiel rausgegriffen. Wenn man in einen Haushalt kommt und dort den Sicherungskasten aufmacht, dann wird man sehen, dass die Endstromkreise, die zum Beispiel zu Steckdosen führen, sehr häufig mit 16 Ampere abgesichert sind. Das bedeutet, dass diese Leitungen in den Wänden eine Stromstärke von 16 Ampere führen können und dabei so gerade eben nicht überhitzen.
Wird es mehr als 16 Ampere, so besteht die Gefahr des Überhitzens und die Sicherung löst dann aus. Dafür ist sie da. Übrigens, an eine Steckdose angeschlossene Verbraucher, die Leitungen davon, vertragen häufig keine 16 Ampere, sondern zum Teil deutlich weniger und werden daher von den Sicherungen in der Verteilung nicht hundertprozentig gut geschützt. Nur in bestimmten Fällen löst die Sicherung aus, wenn diese Leitungen total überlastet werden oder dort ein Kurzschluss entsteht, aber nicht in jedem Fall. Es kann auch hier eine Überlastung geben, die nicht dazu führt, dass die Sicherung auslöst. Zum Beispiel bei 14 Ampere ist dieses Kabel überlastet, aber die Sicherung löst nicht aus. Wichtig für die Strommessung ist nun die Tatsache, dass die Messung an einer bestimmten Stelle erfolgen muss. Denn ich schaue ja auf eine bestimmte Stelle und frage mich, wie groß die Ladungsmenge an dieser Stelle ist, die dort vorbeifließt in einer bestimmten Zeit. Also gucke ich mir genau einen Punkt an. Und nicht etwa wie bei der Spannungsmessung zwei Punkte. Bei einer Spannungsmessung muss ich immer zwischen zwei Punkten messen, denn da handelt es sich um eine Potentialdifferenz. Und eine Differenz kann ich natürlich nur zwischen zwei Punkten angeben. Das ist bei der Strommessung grundsätzlich anders. Da schaue ich mir eine einzige Stelle in dem Stromkreis an. Das ist hier abgebildet. Wir sehen hier eine Lampe in einem ganz einfachen Stromkreis, der von einer Batterie gespeist wird. Wir sehen, dass diese Batterie an ihrem Minuspol einen Elektronenüberschuss bietet, an ihrem Pluspol einen Elektronenmangel aufweist. Das wird nun dazu führen, dass auf diesem Abschnitt der Leitung komplett ein Elektronenüberschuss vorhanden ist. Die ganze Leitung bis zu der Lampe ist also mit Elektronen überflutet. Das ist hier angedeutet dadurch, dass ich nochmal ein paar rote Punkte an die Lampe gezeichnet habe. Der andere Teil der Leitung bis zum Pluspol weist einen Elektronenmangel auf. Der ist also komplett von einem Elektronenmangel, wenn ich so will, betroffen. Nun ist es aber so, dass die Elektronen nun durch diese Lampe hindurchdrängen können. Es kann ein Strom durch diese Lampe fließen, sonst wäre das ein Isolator und kein Verbraucher. Es werden also in einer bestimmten Zeit eine bestimmte Anzahl von Elektronen hier durchfließen können, angedeutet durch diese beiden Elektronen, die sich nun in diesem kleinen Stromkreis bewegen können, vom Minuspol letztlich dann zum Pluspol. Aufgabe der Spannungsquelle ist es dabei natürlich, diese Potentialdifferenz aufrechtzuerhalten. Wenn ich so will, muss also die Spannungsquelle dafür sorgen, dass die Elektronen, die hier ankommen, in genügend kurzer Zeit wieder auf die andere Seite der Spannungsquelle geschaufelt werden. Ein bisschen saloppe Ansicht, aber das ist durchaus in Ordnung an dieser Stelle. Da ich nun an dieser Stelle mir die Stromstärke anschauen möchte, muss ich bis auf wenige Ausnahmefälle den Stromkreis an dieser Stelle unterbrechen. Es gibt sogenannte Zangenampermeter, da muss man das nicht tun, aber für solche kleinen Stromkreise wie hier kann man mit Zangenampermeter nicht messen. Das ist zu ungenau. Außerdem gibt es häufig noch andere Bedingungen, die gegen den Einsatz eines Zangenampermeters sprechen. Also muss ich in der Regel davon ausgehen, dass der Stromkreis unterbrochen werden muss, damit man eine Strommessung durchführen kann. Das ist ein Riesennachteil der Strommessung. In der Elektroinstallation ist der elektrische Strom eine sehr wichtige Größe für die Auslegung der Anlage. Er wird jedoch recht selten gemessen, weil die Messung doch recht aufwendig ist. Es wird dann vielmehr vorher kalkuliert, wie groß der Strom wohl werden wird, um die Anlage entsprechend auszulegen. Naja, das kann man ja sowieso nur vor dem Errichten der Anlage machen. Aber selbst in vielen Fällen, wo eine Strommessung sinnvoll wäre, versucht man die zu umgehen, weil genau das geschehen muss, nämlich diese Unterbrechung da eingebracht werden muss. Das sehen wir hier an dieser Stelle. Ich muss also den Stromkreis hier unterbrechen, wenn ich an dieser Stelle messen will. Füge jetzt das Ampermeter hier ein mit zwei Messleitungen und der Strom, der ja nun hier fließt in diesem Stromkreis, wird durch dieses Ampermeter fließen. Das Ampermeter schließt den Stromkreis wieder, sodass der wieder vollständig ist, der Strom da durchfließen kann und das Ampermeter somit die Stromstärke auch anzeigen kann. Bei diesem einfachen Stromkreis ist es übrigens völlig egal, wo ich den Strom messe. Denn der Strom ist hier an allen Stellen gleich stark. Hier sehen wir nun, wie das Ganze praktisch aussehen könnte durch das Einfügen des Ampermeters. So taucht es dann häufig in den Büchern auf, wo das Ampermeter hier direkt schon in die Leitung hineingesetzt worden ist.
Ein Strom, so sagt man, wird immer in Reihe gemessen. Das sehen wir hier auch nochmal ganz eindrucksvoll zu dem eigentlichen Messobjekt, dessen Strom ich messen will, ist das Ampermeter in Reihe geschaltet. Mit dieser Aussage muss man etwas vorsichtig umgehen. Das ist nicht immer so ganz eindeutig mit der Reihenschaltung und schon gar nicht zu wem das dann in Reihe geschaltet ist. Deswegen habe ich das immer hier in Anführungsstriche gesetzt. Wir werden uns jetzt ein kleines Beispiel ansehen, in dem eine bestimmte Stromstärke gemessen werden soll. Da wird es nochmal zu ganz interessanten Aspekten kommen. Ich stelle mir eine klassische Glühlampe vor mit einer Leistung von 100 Watt, die an einer Wechselspannung mit einem Effektivwert von 230 Volt betrieben wird, so wie es ja auch heute häufig noch geschieht und früher ja absoluter Standard war. Der Strom durch die Glühlampe ist demnach, den kann ich nun berechnen, I gleich P durch U, 100 Watt durch 230 Volt. Es wird dann also ein Strom von 0,435 Ampere fließen. Der soll nun hier gemessen werden, dieser Strom. Da ich den Widerstand der Lampe gleich noch verwenden werde, ist der hier schon ausgerechnet. Der Widerstand R der Lampe ist gleich U durch I, 230 Volt durch 0,435 Ampere macht 529 Ohm. Das ist übrigens der Warmwiderstand der Lampe. Die Lampe hat die klassische Glühlampe zumindest, hat im kalten Zustand einen wesentlich kleineren Widerstand. Wenn ich den messen will, kann ich also nicht an der kalten Lampe messen, das macht keinen Sinn, denn der Widerstand ist erst dann vorhanden, wenn die Lampe ihre Betriebstemperatur erreicht hat, die ja nun mal wesentlich höher ist, als wenn die Lampe abgeschaltet ist. Ja, schauen wir uns das ganze Spielchen hier an. Ich habe also hier drei Pfade eingezeichnet. Drei Fälle. Die Lampe wird einmal direkt zwischen L1 und N, also an 230 Volt betrieben und es wird dann ein Strom von 0,435 Ampere fließen, so wie das da oben ja schon gesagt worden ist. Nun führe ich eine Messung aus, das nenne ich Messung A, messe dabei den Strom I Messung A. Wir sehen schon an dem Gesicht hier, dass dabei ein vernünftiger Wert rauskommen wird. Ein Strommessgerät, ein Ampermeter, ist in eine Reihe geschaltet zu dieser Lampe. Das Strommessgerät hat einen Innenwiderstand von 1 Ohm. Welcher Strom wird hier nun angezeigt von dem Messgerät? Das ist nicht mehr genau dieser Stromwert, den ich hier sehe. Warum nicht? Das ist in dieser kleinen Berechnung gezeigt. Ich muss ja jetzt bedenken, zwischen diesen beiden Punkten, dass aber nun zwei Widerstände in Reihe geschaltet worden sind, nämlich die eigentliche Lampe mit ihrem Widerstand von 529 Ohm, aber auch in Reihe dazu geschaltet worden ist natürlich nun der Widerstand, den das Strommessgerät selber mitbringt. Wenn ich nun also die Stromstärke berechne, I Messung A ist gleich U durch R gesamt, so muss ich bei dieser Reinschaltung nun zu dem Widerstand der Lampe den Widerstand des Messgerätes hinzuzählen. Das macht also in diesem Fall 529 Ohm plus 1 Ohm. Wenn ich 230 Volt durch das Ganze teile, komme ich auf einen Stromwert von 0,434 Ampere. Die Messung ist also fast exakt richtig. Die Verfälschung durch das Strommessgerät ist vernachlässigbar. Die zweite Messung, I-Messung B, sehen wir hier. Hier verwende ich ein Strommessgerät, wenn es denn diesen Namen verdient hätte, mit einem Innenwiderstand von 1000 Ohm. Die Berechnung geht jetzt analog zu der, die wir gerade gesehen haben. Die Messung mit dem Strommessgerät in Anführungsstriche gesetzt, rechts ist völlig unbrauchbar. Warum? Wenn ich nun für die Messung B den Strom berechne, dann muss ich ja wieder diese 230 Volt nehmen und das Ganze durch den Gesamtwiderstand bestehend aus Lampe und Innenwiderstand des Messgerätes teilen. Das heißt, ich muss hier zu den 529 Ohm der Lampe noch die 1000 Ohm des Messgerätes zählen und komme jetzt auf einen Strom von 0,150 Ampere. Dieser Messwert ist völlig unbrauchbar, denn das ist gerade mal ein Drittel von dem, was ich eigentlich messen will. Ich will ja diesen Strom messen, als wenn das Strommessgerät nicht in diesem Stromkreis wäre. In der ersten Messung wird dieser Wert nahezu exakt erreicht, in der zweiten Messung liegt man weit daneben. Die Schlussfolgerung aus diesen Überlegungen ist ganz klar, nämlich dass Strommessgeräte so gebaut sind, dass sie einen möglichst kleinen Innenwiderstand haben. Wenn Sie ein Messgerät, egal ob das ein Strommessgerät ist oder ein Multimeter, das Sie auf Strommessung eingestellt haben, verwenden, so dürfen Sie davon ausgehen, dass der Innenwiderstand des Gerätes ziemlich klein ist.
Diese Überlegungen führen uns nun noch zu einem weit verbreiteten Anfängerfehler, den ich Ihnen jetzt zeige. Bei der Verwendung von sogenannten Multimetern ist es so, dass ich wählen kann, ob ich nun eine Spannung messe oder einen Strom messe. Das heißt, ein Multimeter ist grundsätzlich auch für die Messung, die wir hier sehen, geeignet. Ich messe an einer Steckdose zwischen dem Außenleiter L und dem Neutralleiter N die Spannung mit dem Multimeter. Das geht durchaus vernünftig. Genau mit dieser Absicht werde ich jetzt auch das Multimeter hier mit dem Außenleiter L und dem Neutralleiter N verbinden, um die Spannung zu messen. In diesem Fall ist es aber so, dass das Multimeter aus Versehen auf den Strommessbereich eingestellt wird. Nun ist ja der Widerstand dieses Messgerätes sehr klein und nicht sehr groß, wie er eigentlich sein sollte. Und so komme ich hier auf eine Stromstärke, die Berechnung ist analog zu dem, was wir oben gesehen haben, 1 Ohm Innenwiderstand beim Messgerät angenommen und noch 1,5 Ohm angenommen für den Widerstand dieser Leitung. So komme ich dann auf eine Stromstärke von 92 Ampere. Das ist ein glatter Kurzschluss. Was dabei passiert, wenn es gut abläuft, ist, dass die Sicherungen rausfliegen. Wenn es schlechter läuft, ist die ganze Steckdose defekt. Ich habe mir vielleicht sogar noch die Hände verbrannt. Das Multimeter wird höchstwahrscheinlich dabei draufgehen. Das passiert immer wieder mal, dass ein Multimeter auf diese Weise aus dem Leben geholt wird. Das ist also eine ganz gefährliche Geschichte, denn ich muss bedenken, dass beim Kurzschluss auch möglicherweise noch weitere Sekundärwirkungen auftreten. Zum Beispiel, dass auch dabei die Sicherungen rausfliegen und andere Geräte mit abschalten, die in dem Moment eigentlich eine sehr wichtige Funktion haben. Das ist also eine Sache, die nicht passieren sollte. Das ist auch der Grund dafür, warum ein Multimeter, bevor es weggelegt wird, auf den größten Spannungsmessbereich eingestellt sein sollte, weil dann genau diese Fehlfunktion eben nicht passiert, wenn das Gerät unbedacht eingesetzt wird. Ja, ich hoffe, ich konnte Ihnen die einfachen Grundlagen der Strommessung näher bringen. Sie sollten sich, falls Sie eine Ausbildung zum Elektroniker machen, diese Dinge sehr gut merken, denn die sind in der Praxis sehr wichtig und werden auch sehr gern in Prüfung abgefragt. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ich würde mich natürlich sehr über ein Like freuen und natürlich noch mehr über ein Abo. Herzlichen Dank.